Hallihallo, da bin ich mal wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Und ja, ich hab's lange versprochen und endlich wird es wahr. Ich spiele Adam Francis. Da vorne ist ein Rabe hochgestiegen. Ich hab Angst vor Geist hier, aber es war nur der David. Adam Francis spiele ich jetzt mit seinen einzigartigen lehrbaren Perks und das konnte ich lange nicht in Angriff nehmen, weil ich das Perk Links Autodidakt nur auf Stufe 1 hatte. Der Entitos hat mir das einfach nicht gegönnt. Mach weiter jetzt. Oh Mensch, Leute. Muss die Luft kurz anhalten, damit er mich nicht hört. Standard, oder? Überladen. Überladen. Los, überladen. Kein Überladen. Autodidakt ist nämlich ein Perk, das in langen Runden sehr gut zum Tragen kommt. Es ist ein Perk, das bei der Heilung hilft. Und es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, deswegen fange ich jetzt damit an, es zu erklären. Ich werde wahrscheinlich 30 Mal unterbrochen werden. So, hier ist überall geschlossen. Dann gehe ich mal lieber in die Richtung. Genau, Autodidakt. Autodidakten sind ja Menschen, die sich selber. Willst du echt den jetzt machen? Selber Dinge beibringen. Und so ist es bei Autodidakt hier auch. Adam bringt sich mit Hilfe von Büchern, ganz offensichtlich, ist das Buch da unten, das Heilen selber bei und wird pro Skillcheck um 15% besser. Dafür starte ich aber auch mit einer negativen Geschwindigkeit, Heilungsgeschwindigkeit von minus 25%. Das war jetzt doppelt, ne? Also ich starte mit einer. Okay, das wird nicht in die Hose gehen. Ich hätte schon großes Interesse daran, sie abzuhängen. Aus verschiedenen Gründen. So, und pro Stack, den ich sammeln kann, ich kann bis zu 5 Stacks sammeln. Pro Stack Was war das denn? So. Pro Stack bekomme ich eben 15% dazu beim Heilen. Und das heißt, dass ich am Ende dann plus 55% Heilungsgeschwindigkeit habe. Also bei langen Runden unglaublich gut, bei kurzen nicht so gut. So, und jetzt kann ich euch als nächstes das Perk unten zeigen. Befreiung. Ich habe jetzt nämlich jemanden sicher vom Haken gerettet. Und jetzt habe ich 100% auf diesen Move hier. Ich kann mich einmal selber vom Haken befreien, weil ich selber jemanden vom Haken sicher gerettet habe. Dafür bin ich jetzt gebrochen für 60 Sekunden. Der Doktor gönnt mir nur leider nicht. Scheckpalette geschmissen. Oh, und hier ins Open Field gerannt. Und auf zur nächsten Palette. Die schaffe ich noch so. Oh, da hätte ich durchziehen müssen. Und weiter geht's. Ich bin nicht mehr gebrochen, aber. Ah, er macht seinen großen Schock. Und Zeit zum Heilen habe ich jetzt auch nicht mehr so wirklich.
Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich nicht. Sehr gut. Schneller, schneller, schneller. Nee, jetzt. Ich liege wieder an derselben Stelle wie vorhin. Wie witzig ist das? Ja, das war Befreiung. Autodidakt konnte ich euch noch nicht zeigen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war. Aber die Jagd war doch ganz nice, oder? Und das Steinchen ist übrigens eins meiner Lieblingsperks, wenn ich gut drauf bin. Das ist eigentlich nur zum, also das heißt Ablenkung. Und ich finde es unglaublich witzig, weil man, wenn man im Terrorradius des Killers ist, für 45 Sekunden lädt sich das auf innerhalb von dieser Zeit. Einmal. Und dann kann man ein Steinchen schmeißen, um eine Ablenkung zu starten. Vielen Dank. Willst du mich heilen? Da sieht man schon, wenn ich geduckt bin, kann ich jetzt so ein kleines Steinchen schmeißen. Und das kann man dazu nutzen, um seine Teammates natürlich zu verraten, was ziemlich doof wäre. Aber man kann es richtig gut nutzen, um den Doktor in die falsche Richtung zu lenken. Und das werde ich nachher einmal machen. Muss mal schauen, wo ich jetzt hingehe. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie nur einen kleinen Teil der Map bisher gesehen habe. Eigentlich ist die Schrottplatz-Map ja sehr groß. Da hinten geht's noch weiter. Wusste ich's doch. So, ich werde jetzt nicht retten gehen, weil ich... Nee, hä? Die ist ein bisschen klein, kann das sein? Na gut. Dann nicht. Dann gehe ich hier an den Gen. Sorry, Leute. So. Jetzt schmeiße ich den Stein dorthin. Und versteck mich mal hier irgendwo. Nur ganz kurz. Okay, er hatte kein Interesse. Geht da jemand nicht retten? Es wäre richtig cool, wenn jemand retten gehen könnte. Er campt da richtig, ne? Er campt da richtig. Komm mal her, ich möchte dich heilen. So, und das Autodidakt, da hat man kein... keinen richtigen Skillcheck, also man kann keine großartigen Skillchecks treffen. Und es gilt nicht, wenn man... gilt nicht, wenn man mit einem Sunny-Kasten heilt. Also man muss selber heilen. Ohne Hilfe eines Kastens. Und erstmal kriegt man halt diesen Negativfortschritt von 25%. Das sind beide im Keller. Ja. Gut, dann hilft nur Generatoren machen, so leid es mir tut. Sorry, David. Der Doktor veranstaltet eine Kellerparty, leider. Ich habe noch kein Totem gesehen. So, und jetzt seht ihr, ich habe da unten bei Autodidakt eine kleine 1 stehen. Hilft leider nicht. Ich würde echt gerne retten gehen, aber es steht er da? Nein.
gesehen. Ach, das ist doch echt ärgerlich. Steinchen ist geworfen. Er guckt in die Richtung. Oh, er hat's verstanden. Ja, das ist dann immer die Gefahr, wenn man das so offensichtlich macht, wie ich das gerade gemacht habe. Das war daneben, mein Freund. Ja, dann wird man schnell enttarnt dadurch, ne? Bin gut verrückt gerade. Und hab hier auch keine Paletten mehr. Doch, hier habe ich noch eine. Oh, die kann ich nicht ziehen. Ah, das war gut von ihm. Okay. Ich bin tot. Aber es war doch eine ganz gute Runde. Autodidakt konnte ich nicht so gut zeigen, aber es ist auch kompliziert. Dieser rote Skillcheck, da muss man einfach nur den Skillcheck treffen. Es gibt keinen großartigen Skillcheck. Und dann stackt sich das immer so auf und dann wird es irgendwann richtig fix. Ich denke, ich werde noch eine Runde machen und dann mal das nächste Mal hoffentlich Autodidakt ein bisschen zeigen können. Adam spiele ich richtig gerne. Mal gucken, ob die andere rauskommt. Ja, sie hat da beim Ausgang gewartet. Ich bin gespannt auf die Perks von dem Doktor. Der hat, ja, nicht so hervorragend gespielt, würde ich mal sagen. Aber er hat uns ja alle fast gekriegt. Verfolgungsjagden von mir waren uns gut. Ich denke, ich kann mich über die Punkte nachher auch nicht beschweren. Das Problem ist halt, dass der Doktor immer weiß, wo man ist. Gerade wenn man ein bisschen verrückt ist, kann er einen eigentlich leicht finden, wenn er seinen, wie heißt's, seinen kleinen, ja, diesen Irrbildern nachläuft. Die werden ihm ja auch angezeigt. Und ich denke nicht, dass sie es rausschafft. Und ich denke auch, dass er Nöt hat. Ja, ich habe kein einziges Totem gesehen. Ich habe zwischendurch versucht zu gucken. Ja, dann war es das doch. Ich glaube auch, dass es eine ziemlich kurze Runde war. Ja, über die Punkte kann ich mich echt nicht beschweren. Schade nur, dass ich keinen Pip gekriegt habe. Aber dafür war ich auch nicht hilfsbereit genug. Ich konnte ja auch gar nicht heilen. Und ja, weil er so rumgestanden hat, war es auch schwierig. Ah, triff deine Wahl. Okay. Ja. Beobachten, zuschlagen ist ein Perk von dem Doktor selber. Und schlampiger Schlachter ist jetzt auch nicht so. Also da ist Autodidakt tatsächlich richtig gut gegen. Weil man ja irgendwann dann schneller heilt. Und pro Skillcheck dann 55%igen Fortschritt hat. Dagegen wäre es cool. Aber am Anfang halt nicht. Und die Runde war jetzt sehr kurz, deswegen ist es nicht zu tragen gekommen. Aber ich kann mich nicht beschweren. GG und bis zum nächsten Mal.